Mit ihren Handbikes wollen vier querschnittgelähmte Vollblutsportler im Oktober 2010 eine Strecke von 4000 Kilometern quer durch Australien bewältigen. Und das nonstop in 7 Tagen. Gelingt das Unternehmen, so winkt eine Eintragung ins Guinness Buch der Rekorde. Ja, unser Ziel ist eigentlich unter 7 Tagen. Also wenn das 6 Tagen, 23 Stunden und 58 Minuten wäre schon. Nein, aber wir versuchen auf jeden Fall unter 7 Tagen zu bleiben. Ja, wir haben uns mit den 7 Tagen schon ein sehr hohes Ziel gesetzt, aber trotzdem hoffen wir, dass wir, wenn wir optimal vorbereitet sind, das auch in 7 Tagen schaffen. Die motivierten Sportler müssen die Strecke von Perth nach Sydney zurücklegen und dafür wird fleißig trainiert. Ja, die Erwartungen sind, dass es so wie in Amerika schon, dass es optimal abläuft, damit wir optimal trainiert am Start sind. 7 Tage auf engstem Raum mit 22, 23 Personen, da ist es auch sehr schwierig, weil die Betreuer haben viel Arbeit, die Fahrer haben viel Stress und so hoffen wir halt, dass das Ganze gut über die Bühne geht. Bei dem Vorhaben gilt es gewiss, sich einigen Herausforderungen zu stellen. Ja, die größte Herausforderung sind sicher die endlosen Geraden und das im Tag bei sehr großer Hitze. Ja, für den Sportler ist natürlich das in der Nacht zu fahren, weil doch sehr viel Wildwechsel ist. Laut Pächter haben die Bikes in den letzten Jahren eine große und positive Entwicklung erfahren. Jetzt in Amerika war das eher eine sitzende Position. Mittlerweile liegt man komplett über dem Asphalt. Bringt aerodynamisch natürlich sehr große Vorteile. Und das gerade in Australien bei den flachen Passagen hoffen wir, dass wir da viel Kraft und Energie sparen können. Das bemerkenswerte Team der Rollstuhlsportler kann auch unterstützt werden. Also es ist ganz einfach, auf die Homepage gehen, da kann man um einen Meter, um einen Euro erwerben und damit unterstützen sie auch soziale Projekte, wo wir in Australien machen, aber dann selbstverständlich da in Österreich, in Vorarlberg vor allem, wo wir soziale Nachbeteiligte helfen werden. Landeshauptmann Herbert Sausgruber zollt den Athleten Bewunderung und wünscht ihnen alles Gute. Es ist eine gewaltige sportliche Herausforderung, dass sie sie gut bewältigen. Ich bin überzeugt davon, in Amerika waren sie auch erfolgreich und dass sie gesund zurückkommen.